Ja, ich glaube, hier auf Kobo ist noch einiges zu tun, ne? Was war das? 64% oder so, ne? Da geht noch was. Noch einiges. Wenn wir schon mal da sind, ne? Okay. Das ist ein Gerücht. Okay. Verfolgen. Nehmen wir hier die Abkürzung. Hui. Wir haben ordentlich angefangen. Darauf sollten wir aufbauen. Oh. Ausgezeichnet. Eine neue Wollte ich eigentlich gar nicht hoch, aber mal gucken. Dann erkläre ich dir alles. Habe ich noch was zum Pflanzen? Ah, ich hatte gehofft, du würdest Samen wie diese finden. Mhm. Sehe sie hier aus, dann sage ich dir, was ich erfahren habe. Ja. Gehen wir mal ein Grün dahin. Eine neue Pflanzenart. Ich wette, von Pili erfahren wir mehr über sie. Jede dieser Varianten wäre toll. Okay. Oh, blöd. Datum hier. Rot. Machen wir. Das scheint eine gute Stelle zu sein. Aber ich muss sie ernten, ne? Pflanzen. Alderanblau. Jeden. Ändern wir mal was. Komm her mit dem ganzen Kram. Keine Ahnung, was ich damit soll, aber... Do it. So. Ich könnte einige dieser Samen einpflanzen. Wenn du Pflanzen liebst, oh, jetzt habe ich 40. Werden sie dich auch lieben. Ja. Du hast eine neue Spezies gefunden. Nach dem Einpflanzen gebe ich dir Einzelheiten. Ich habe keine neue Spezies gefunden. Ah, guck mal, mittleres Beet, großes Beet. Ah. Oh. Okay. Hier ist dein neues Zuhause. Okay. Eine neue Spezies für den Garten. Wir sollten mit Pili darüber reden. Bili, Bili, Bili. Und eingepflanzt. Machen wir einfach mal hier von jedem eins. Kaktusball. Ja, das haben wir doch gerade gedingstet. Geerntet. Okay. Reden wir darüber. Ein Kobo-Stachler. Der Name sagt alles. Schützt vor Raubtieren und das wirklich effektiv. Die Blume ist überaus feingliedrig und schön. Aber ihre Stacheln sind so spitz, dass man besser Abstand hält. Okay. Wir nennen das Rose oder Distel. Je nachdem. Ah. Können wir mal Musik hören. Und jetzt Plants vs. Zombie. Ja, jawohl. Ich glaube, ich habe das ein einziges Mal gespielt. War ganz okay. Aber halt mehr auch nicht, ne? Irgendwie. War das Ei jetzt runter, okay. Warte, können wir hier mal ein Spiel spielen. Mittlerweile sind wir auch ein bisschen besser. Es ist Zeit für ein wenig Holotaktik. Jawohl. Da neue Einheiten freigeschaltet. So.
Teufel haben wir schon. Den haben wir schon. Tulak müssen wir besiegen. Okay. Das wird ein wahrer Wettstreit zweier Gehirne. So kann man es ausdrücken. Okay. Bedlam Raiders. Fauna. Was haben wir? Oh, wie war das noch? Ah ja, 16 Kampfpunkte, okay. Das sieht schon mal gut aus. Packen wir mal dahin. Dann haben wir noch zwei. Oh. Könnten wir zwei davon. Könnten aber auch einen davon. Einen davon. Ja, machen wir mal so. Einfach mal zum Gucken. So. Kampf beginnen. Das nenne ich einen Holo-Kill! Alter. Und vorbei! Diese Einheit ist erledigt! Und Karl geil! Gut gemacht. Gewonnen. Deine Strategie hat sich als überlegen erwiesen. So. Das Teuerste ist immer das Beste. 18 haben wir jetzt. Okay. Was haben wir denn hier als Höchstes? Fauna 16. Ja, die Viecher sind ja schon cool, ne? Ich glaube, die können auch nicht viel ausrichten gegen die da. Wir können aber auch mal... Einfach mal so. Wie viele Felder haben wir? 2, 4, 6, 8, 10. Ah. Okay. Dann. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier mal. Ein bisschen was voll machen. So. Dann. Was können wir noch? Mit 2 Punkten nehmen. Nichts. Doch hier. Die kleinen Kackviechers. So, einfach mal testen. Los geht's. Los! Oh, er hatte nie eine Chance! Alter! Das nenne ich einen Holo-Kill! Was war das denn? Muss Kerl seine Strategie überprüfen und anpassen! Ja, ich... Spiel doch nur rum. Ich habe diesen Sieg vorhergesehen. Das wird Alter, ein wahrer Versuch. Wettstreit zweier Gehirne. Okay. Nehmen wir mal wieder... Der war sehr gut, tatsächlich. Dann haben wir noch zwei. Ja, das ist alles nur Nahkampf hier. Nahkampf ist doof. Fernkampf. Schon besser. Gut, damit haben wir auch die erste Runde gewonnen. Anfangen! Oh, mach's gut, leb wohl! Und vorbei! Oh oh. Komm. Unser junger Teilnehmer hat einen Lauf! Diese Einheit ist oh, ich glaube, von dem muss ich immer einen dabei haben. Der ist ja echt geil. Okay. Nehmen wir wieder so einen mit. Und dann haben wir noch vier. Oh Gott. Sturmtruppenkommandeur. Unser junger Teilnehmer, genau. Passt so gar nicht, ne? Na komm, wir nehmen zwei von denen. Die können wenigstens schießen. Holotaktik! Ausgezeichnetes Spiel von Kestis! Damit ist Kerl bestimmt zufrieden!
Klar. Und vorbei! Digga, steh auf! Oh, geschafft! Grandios. Wird seine Siegesserie weitergehen? Okay. Probieren wir die dritte Welle auch noch? Nee, hat er zwei von denen, wo ich gerade hatte? Den da? Oder sind es zwei von denen? Ich könnte doch zwei von denen nehmen, ne? Magna-Wache. Keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall stabil hier. Dann haben wir aber nur noch zwei. Ist nicht viel, ne? Aber wir probieren's. So. Könnten wir zwei Nahkampf-Fuzzis nehmen. Die sind sofort tot. Oder einen, der schießt. Ja, komm. No risk, no fun. Los! Ausgezeichnetes Spiel von Kerstis! Ausgelöscht! Oh, oh, oh. Das nenne ich einen Holo-Kill! Komm, 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 komm. Oh, nein! Oh, er lebt noch, er lebt noch. Und vorbei. Verliert diese Runde. Was jetzt? Jetzt gehen wir weiter. Ich habe diesen Sieg vorhergesehen. Ja, da haben wir noch einige Gegner vor uns hier, ne? Oh, noch zwei gar nicht entdeckt. Ja gut, wir müssen noch mehr. Okay. Hoffentlich kommst du bald Viecher scannen, gegen die anderen, damit wir Gegner haben. Die Disse da unten. Wat? Was ist mit uns, Marin? Was ist mit uns, Kerl? Für mich wird es zwischen uns niemals wieder so, wie es einmal war. Für mich auch nicht. Küss Aber mich. Jetzt ist alles nicht mehr so einfach, oder? War es denn jemals einfach? Vielleicht nicht. Aber wir werden eine Lösung finden. Gemeinsam. Komm, ich zeig dir mal mein Zimmer. Komm. Dann müssen wir die Datendiste halt auch mal loswerden. Unnötige Kram da. Bemerkenswert, oder? Haben wir mehr Slots? Bonus-Slots? Nee, ne? Bringt uns das sowieso nichts hier. Der Einsatz einer Machtfähigkeit erhöht den Schaden des nächsten Lichtschwertangriffs. Ramondisch, genau. Verursacht vor Beginn zu solchen Schaden. Ich muss demnächst die Energieversorgung wechseln. Da kommt nur einer. Findet das Ihre Zustimmung? Nee. Super Anzeige. Erfahrung. Erhalte mehr Erfahrung durch das Besiegen von Gegnern. Das ist gut. Das wird mir nützlich sein. Ja. Eine sehr weise Entscheidung. Weil. Kann ich das hier? Nee, das muss ich am Ding machen, ne? Ne, ich will da lang. Weil mehr Erfahrung bedeutet, schneller Fähigkeitenpunkte kriegen. Vielleicht können wir da alles vollballern. So, jetzt muss ich den Idioten mal bequatschen. Wie bist du auf der falschen Seite des Gesetzes gelandet? Nach meinem Studium habe ich als Steuerbeamter für die Republik Betrugsfälle untersucht. Gibt's noch so viele Gegner? Oh ja, Mann. Bis jetzt die respawnen ja immer wieder. Das ist ja so Souls-like. Ich habe es nur auf Story-Mode, so dass es nicht ganz so schwer ist. Strom von Leuten Aber sobald man speichert, respawnen alle Gegner wieder. Um zu bekommen, was und zusteht, wenn du die halt scannst, dann kriegst du die als Spieler. Und da fehlen noch einige. Aber meine Gebühr war nichts im Vergleich zu dem, was Ihnen dieses korrupte System abverlangt hat. Wie du meinst, Moran. Moron. Ein andermal. Wer bist du? Einige Prospektoren haben mir von einem seltsamen Gebäude erzählt. Schöne Zöpfe. Sie sprachen von einem unverwechselbaren Eingang. Könnte eine dieser Meditationskammern sein. Ja, das denke ich auch. Oh, ein Gerücht. Sag Bescheid, wenn du was findest, ja? Also Gerücht ist eine Nebenmission. Sehr gut. So. Ash Jarvie. Freut mich, dass ihr beide das Paluns gefunden habt.
Danke nochmal für die Einladung. Ich heiße übrigens Ashavi. Ich bin Kerl. Das ist BD1. Mann, du hast mir nicht gesagt, was für eine Spelunke dieser Laden ist. Dieser Saloon hat eine schlechte Akustik, seltsame Gäste und eine kaum funktionierende Toilette. Er ist perfekt. Sind Gerüchte auch mal wirklich nur Gerüchte? Bisher noch nicht. Ich habe auch noch nicht so viele gemacht. Bin gespannt, was ihr drauf habt. Hab mich mehr so auf die Hauptstory konzentriert. Ist älter als die Republik. Verstanden, bin mal gespannt. Herr. Wende dich an die EC, wenn du was Spezielles hören willst. Mach ich. Oh ja. Danke. Darf ich mir was wünschen? Spiel mal eine Stunde Halma. Deine Musik ist scheiße. Mal sehen. Ach was, guck an. Jukebox. Die Asgaza. Mr. Mockwell. Beschäftigt. Oh. Das ist so Carlos Santana. Wie wär's damit? Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Genau. Der Typ, ne? So geil. Ah. Das klingt wie The Who. Kennt ihr jemand? Das ist so eine mongolische Metalband. Die machen genau solche Musik. Die haben auch für Teil 1 haben die Lieder gemacht. Haha, das könnte dann tatsächlich eins von denen sein. Ach, guck mal, da unten kann man... Komme ich denn da hin? Ah, sortieren. Wer bist du? Ah, Tulak. Sei gegrüßt, Umherziehender. Kein reicht völlig. Das wird es nicht. Okay. Ihr seht nicht aus wie die anderen Prospektoren. Nein. Sie graben aus. Ist das das intergalaktische Wort für Prostituierte? Tulak gräbt aus, was nicht so leicht zu fassen ist. Verdient man damit viele Kredits? Weisheit ist ein Gut, das nicht verdirbt. Und es gibt immer zu wenig davon. Ja, ich glaube, das ist das intergalaktische Wort für Prostituierte. Alter, was ist hier los? So, aufgeladener Schuss explosiv. Würde zu dem Meditationsraum passen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ein Upgrade für Kells aufgeladenen Schuss im Blaster-Kampfstil. Ja. Aufgeladenes Querschläger, aufgeladenes Betäubung. Hacken, Suchdruide. Ja, das haben. Stimmt, das haben wir schon. Hacken B1, Hacken B2. Ach so, das ist nur Optik. Ja, komm. Wir nehmen einfach mal. Kann ich nichts falsch machen. Viel Glück damit. Vielleicht bringt das ja was. Hab gehört, du hättest ein steinaltes Jedi-Relikt eliminiert. Den Anführer der Raiders. Wie hoch war das Kopfgeld? Kein Kopfgeld. Kein Kopfgeld? Nee, aus Spaß du hast dein getötet. Leben umsonst riskiert? Ach, ich weiß nicht. Kredit sind nicht alles. Außerdem kriege ich hier im Pylons bestimmt freie Kost und Logis. Ist dein Leben so wenig wert, Kerl? Hätte dich nicht für einen Spieler gehalten. Die Musik. Ja, ich glaube schon, dass es The Who ist. Boah. Hast du eine Sekunde, Monk? Komm, wir trinken einen. Monk. Also, ich weiß, du hast viel zu tun, aber einer meiner Gäste ist zum Sumpf aufgebrochen. Und niemand hat sie seitdem gesehen. Du glaubst doch nicht, dass sie zurückholen wollte, oder? Könnte jawohl, durchaus trinken. Sein. Und danke wir dir. Wissen beide, dass das Raider-Gebiet ist. Ich check den Shop. Das würde uns alle beruhigen, Kerl. Sieg gehört zu den Guten. Sieg. Die war doch eben noch oben.
So, das Wetter ist wolkig mit einer 100%igen Aussicht auf Sternenzerstörer. Ich kann es nicht fassen, dass das Imperium einen hierher geschickt hat. In der Tat. Bald können wir die Planeten ohne imperiale Präsenz an einer Hand abzählen. Durchhalten, Monk. Grease und ich arbeiten an etwas, das dich vielleicht interessiert. Er hat etwas von einer Franchise-Möglichkeit erwähnt. Ja. Was eine coole Idee wäre. Bis zum nächsten Mal, Kumpel. So, was mit dir? Dana. Kerl, schon gehört? Was geht, Alter? Idiot. Wurde von einer imperialen Patrouille um die Ecke gebracht. Monk ist tot? Wie ein Schrotthaufen. Ich hab dem alten Miskerl sogar gesagt, er soll vorsichtig sein, als er ging. Du hast ihn alleine losgeschickt? Was hat die für eine Stimme? Ich dachte, er kriegt das hin. Er sollte nur einen Treibstoffinjektor bergen. Wenigstens hat der Treibstoffinjektor keinen Treffer abgekriegt. Der Kerl wusste wirklich, wie man eine Ladung sichert. Du und Grog standet euch gar nicht so nahe, was? Ach, der alte Mann hätte es genauso gewollt. Das ist sozusagen mein Trauerfallzuschlag. Wer zum Geier hat dir gesagt, dass du so reden sollst? Das klingt ja schrecklich. Es muss einen anderen Weg geben. Es gibt immer Möglichkeiten. Genau. Eine Familie verloren. Auf der Suche nach einer neuen. Das verstehe ich, Kerl. Aber du musst dich entscheiden. Zukunft oder Vergangenheit. Alles geht nicht. Nicht in dieser Galaxis. Ja, es könnte klappen. So. Kerl, hast du den Platz gefunden, den ich dir genannt habe? Ja, hab ich. Oh. Ich dachte, du erzählst nur Geschichten. Ich würde dich nie anlügen. Ich werde dich daran erinnern. Okay, aber du wirst enttäuscht sein. Weißt du etwas über den Geilschlamm, der auf dem Berg lauert? Nicht, dass ich wüsste. Er mag friedlich wirken, aber wird er gestört, greift er an und zertrampelt dich. Seine dicke Haut widersteht sogar den stärksten Waffen. Aha. Wie würdest du rangehen? Ich würde aufpassen, wo ich hintrete. Sein Sprühangriff hinterlässt Säurelachen auf dem Boden. Gut zu wissen. Danke. Okay. Nächste Gerücht. Hey, Grease. Weißt du, wo Cutter ist? Oben, glaube ich. Zum Glück hat sie die Küche nicht gefunden. Die Kleine ist wie ein hungriger Rancor. Ich brauche noch ein paar Scare-Steaks, bevor wir aufbrechen. Niemand grillt sie so wie du, Grease. Vergiss das bloß nie. Genau. So, wir könnten jetzt mal eben da unten gucken. Ne, nicht hier. Da war doch noch... Ah, da hinten. Da war noch ein Zugang, wo wir die ganze Zeit nicht hin konnten. Was ja jetzt funktionieren sollte. Was war das? Nix. Okay. Muss ich nur mal gucken, wo genau hier der Weg war. Was ist eigentlich hier? Das ist neu, ne? Ja, Werkbank. Da geht's raus. Was war das? Keine Ahnung, gehen wir mal gucken. Oder ist das der Weg, den ich gesucht habe? Schmugglertunnel. Nee. Doch, das ist die andere Seite. Oder ist was? Hä? Doch, das war das, ja genau. Und da unten unter Wasser war auch noch was versteckt. Da wollte ich hin. Das Grüne da. Und das ist die Abkürzung hier in den Raum. Nee. Ah, ja, ja. Genau. Das ist der eigentliche Weg. Da kommen wir hier lang. Dann will ich mal kurz da reingucken.
Ach so, ja. Ja, das ist das Ding. Na egal. Eben hier gucken. War da was? Ne. So, weil dann will ich mal hier rein. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Oh, hier ist wieder so eine Herausforderung. Sehen wir uns das mal an.